Legendäre deutsche Memes Teil 3. Okay, was ich im Vorschaubild sehe, finde ich schon gut. I came all the way from Germany just for this delicious burger. Very good, tasty burger. To all my friends in Germany we say, voilà, der Burger hat nicht geschmeckt. All my friends. Das ist wirklich einfach eins der legendärsten Typen aller Zeiten, Mann. Voilà, der Burger hat nicht geschmeckt. So gut. Es ist wirklich so gut, Mann. Das ist einfach Comedy. Der Typ ist, das ist ein Comedian, Alter. Wirklich, oder wird so schnell und so schlagfertig das zu sagen, diesen Gag rauszuhauen, wo er weiß, er kriegt erst Wochen später dafür wahrscheinlich Feedback, wo irgendjemand, wer auch immer das guckt. Wahnsinn, super. Was mich in der Geschichte so ein bisschen gewundert, das ist, warum hier nur Carsten. Was ist denn mit Carsten los? Den hatte ich vergessen. Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit dem los, vor allem? Was ist denn mit dem los? Was ist mit Carsten los? Oh, ich habe einen ganz roten Kopf, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich habe das irgendwo schon mal gesehen, aber ich habe es ganz vergessen. Was ist denn mit Carsten, diese Stimme? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Hallo, Entschuldigung. Was ist denn mit dem los? Hatte der, er hat, ey, wenn der so eine Krankheit oder so hat, dann weiß ich das nicht, Mann. Dann stell mich jetzt sicher an den Pranger. Weiß es auf jeden Fall nicht. Ich dachte einfach, der hat, was ist ich? Ich dachte, ich habe keine Ahnung, was ist denn mit dem los, denke ich mir jetzt so. Diabetes-Schock, wusste ich nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Ach, das ist doch der Typ, das kenne ich von TikTok. Der sagt gleich irgendwie, ah ja. Schön. Irgendwie sowas. Wegen des Fernsehstar, ja? Ja, naja, Star ja. Weiß ich nicht, aber Fernsehstar ist fast die Kamera. Ja. Ich sehe schon aus wie Charlie Williams. Charlie Williams kenne ich gar nicht. Der Verschwiemelte. Charlie Williams, der Verschwiemelte. Woher muss ich den kennen? Der jeden Matrosen die Hosen. Wieso hat der so ein wieso ist das so nah dran an seinem Face? Woher muss ich den kennen? Stiehlt. Aha. Ja. So einer sind sie? Ja. Komm nochmal wieder! Er kommt nochmal wieder, er lässt er sich nicht leben. Bisschen ist Helge Schneider-mäßig so ein bisschen, hä? Aber in echt? Flunkern doch. Hä? Sie flunkern doch. Also ich flunker, Helge. Ey, der ist ja der Hammer. Sind Sie aus Berlin? Man hört es doch einmal, Klappe, das oder? Das stimmt, ja. Also dann. Schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Wir schaffen, ne? Ja, das ist nämlich so ein, das ist so ein TikTok-Stimmending. Wir schaffen noch. Schönen Abend noch. Das ist ein echter Berliner halt. Haben wir noch Peps? Scheiße, die Bullen, Alter. Gar keine mehr? Gar keine mehr? Keine? Fuck. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir die noch? Keine mehr? Keines mehr? Gar keines mehr? Gar keine mehr? Gar kein Peps mehr? Zwei noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt. Ja. Haben wir noch Peps? Nee? Wer hat den letzten genommen? Das ist einfach legendär, Mann, der Typ. Das ist einfach, das ist eine absolute Legende, der Mann. Guten Morgen. Darf ich fragen, wie die Stimmung ist? So. Scheiße, Üsiland. Sprengt euch weg. Klingt aber ziemlich... Oh mein Gott, what an asshole. Like, what the fuck? Was für ein Arschloch, einfach. Sorry, aber da ist entschuldigt auch keine schlechte Laune. Also, und das vor seinem Kind auch noch. Mann. Ziemlich frustriert. Nie mehr Österreich-Urlaub. Vergesst es. Aber da sind Sie ja ein bisschen selber schuld, wenn Sie im Stau stehen, oder? Oh geil, der provoziert. It was at this moment he realized he fucked up. Der tut den so ein bisschen provozieren noch, hä? Huh? Ab. So, komm, geht zu. Geht zu. Hey. Mal halblang. Ja. Komm. Hau ab. Aber mit, oh ja, klar. Mit dem hätte ich mich aber nicht so gerne angelegt. Der hat schon gut... Der war kräftig. Also, I don't know, aber das ist doch irgendwie ein bisschen Arschloch-Move. Irgendwie einfach, was kann denn der Reporter dafür, dass er irgendwie im Stau steht? So war da, das ist natürlich der Klassiker. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Kann ich aber immer gucken, Leute, ohne Witz. Ich kann das immer gucken. Ich habe mir neulich sogar tatsächlich mal die ganze Folge nochmal angeguckt, weil es einfach so legendär ist. Stopp!
sonst kriegt sie gleich einen auf die Schnauze. Es ist Obst im Haus. Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Naja, ich sag mal, entweder blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Nein, das hast du eine Schnauze! Du Oberzicker! Oh, was ist denn das? Oh, hat die mein Brettchen kaputt gemacht? Wer ist denn hier? Wer bin ich? Ich war alles draußen. Ich wollte, dass die erkannt sind. Ich kann es nicht mehr hören. Und dann fängt er los zu brüllen, aber wie ein Irrer, ehrlich, wie ein Irrer, wegen seinem Brotbrettchen. Das war, sag ich mal, bloß ein lumpiges Brettchen. Das ist bloß ein Brettchen, ja, ich weiß, aber sie hätte mir auch das sagen können, wenn es beim Abwaschen kaputt geht. Es wird nicht einfach was möglich, ne? Was? Das hab ich noch nie gesehen. Was ist denn mit ihm los, ey? Voll der Choleriker. Was ich nicht weiß! Ich hau dir ein neues, dreh nicht ab! Ich bin reich! Und ich scheiß auf alles! Diesen 600.000 Euro Rolls-Royce habe ich in einem Monat verdient. Ah, er ist ja echt die größte Pfeife von allen, ne? Also ich kann den auch nicht ironisch feiern, der Typ, ne? Es ist eine ganz traurige Nummer, der Dude. Wie der da immer mittlerweile auf Instagram, der offensichtlich meiner Meinung nach, I don't know, besoffen da immer rumhängt und mit seinem Scheiß prahlt und so. Also nee, das ist wirklich, ich finde es auch nicht gut, dass der so gefeiert wird. Weil womit der sein Geld verdient hat und sowas, finde ich, sollte man nicht feiern. Willst du noch irgendjemanden grüßen? Ja, darf ich zwei Leute sagen? Klar. Ja, Grüße gehen raus an meine Klasse, 6D, Christian Leon Gangshield. Was? Der ist irgendwie süß, Mann. Ich mag den. Der ist doch geil. Mittelfinger geht an die Hamburger Polizei. Bei meinem Freund Varazia. Durch. Hast du dich vorbereitet? Okay. Das ist seine Aussage. Gehst dann auf ungefähr 20 Kolbigsuppe. Und das soll was nützen? Ja, übermorgen benannt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin sau schlecht, ich bin gerade aufgestanden. Ja, das hilft dem Fall, das hilft nichts. 20 Kolben, der hat 20 Bier gesoffen. Und jetzt fährt er Motorrad. Dieses Geheimrezept reicht immerhin bis ans Ende der Startrampe. Ja, Gott, also wenn das keine Werbung ist für Don't Drink and Drive, dann weiß ich auch nicht. Jo, 20 Bier gesoffen, 20 Kolben gesoffen, jetzt muss ich da mal fahren. Dann kommt er echt original 3 Meter. Oh, es ist gemein, sorry, aber es ist wirklich, es ist einfach, das kannst du nicht besser schreiben. Der kommt 3 Meter. Dieses Geheimrezept reicht immerhin bis ans Ende der Startrampe. Ich hoffe trotzdem, er hat sich nicht verletzt, aber er sah ein bisschen wie der Schulter, sah ein bisschen schwierig aus. Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Ja, nee, da. No homo, Digga. Ja, aber, No homo. Blitzeis auf der Art. What? Warum war das so derbe unangenehm? Nochmal. No homo. Ja, nee, da. No homo, Digga. Ja, aber, No homo. Was ist hier denn? Was ist hier los? Das ist für mich der cringigste Clip von allen bis jetzt. Wir sind. Blitzeis auf der A20 bei Rostock wird Muharrem Sönmez zum Verhängnis. Obwohl er mit seinem Transporter... Ich hab's noch nicht gesehen, aber ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, das wird ein guter hier. So dieser ganze Aufbau, da ist irgendjemand so ein Stau, der ist am Motzen, ZDF-Beitrag. Ich weiß nicht warum, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das hier wird ein guter. Nur 40 Kilometer pro Stunde fuhr. Aber no homo, Leute, no homo, wirklich. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber... Unwahr. Naja, geht. So, meine Freunde, wir gehen jetzt mal... Ja, CEO ist immer gut eigentlich, ich finde den lustig. Einkaufen. Wir haben hier schöne Brillen. Can I take one glass for you? Yes. No. I just want to take glass. This one? How can you give me this? Yes, thank you very much. 25. How much you want? 25. Very beautiful. I run! Yeah! I have a new brille! Yeah! Das ist schon legendär, ich kannte das schon. Was ist das? Dein Migrationshintergrund. Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu aus... Nein, oh nein. Oh nein. Ist einfach nur eine weiße Wand. Oh no. So, also, ach Mann, was hat denn mein Deutsch? Der Gerät wird nie müde.
Der Gerät schläft nie ein. Legendär. Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Der ist der Beste. Und schneidet das dünne Fleisch schweißfrei. Vor wenigen Tagen erst hat jemand an seiner Haustür uriniert. Leuchten Sie mal bitte in die Ecke rein. Der Opa ist jetzt schon geil. Leuchten Sie mal bitte in die Ecke rein. Lizzie, das ist gelb hier, nicht? Stell dich hier hin, von hier kannst du richtig sehen. Hier läuft bis unten runter. Voll gepinkelt. Warum? Weiß. Oh mein Gott, der fragt dich rum. Warum? Ich hab ihm nichts getan. Ich hab ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal. Aber warum machst du. Warum macht er jetzt sein Gesicht da rein? Wenn da Pisse war. Das ist irgendwie dumm. Warum? Ich verstehe das nicht. Hey, das Kamerateam muss sich auch. Überleg dir mal, wie du dich fühlst als Kameramann da. Bist voll so. Ich halt einfach weiter drauf. Ich kann nicht mehr, bin nicht mehr Mensch. Warum? Ich kann nicht aufhören zu denken, was der Kameramann da gerade denkt. Das finde ich am witzigsten, die Ebene. Ist der am Lachen, glaubst du? Oder denkt der kriegt jetzt gleich einen aufs Maul? Hol mir einen und zeig mir warum. Habe ich ihm was getan? Warum spielt das für Sie keine Rolle? Warum darf ich hier nicht einchecken? Ah ja, das ist das Legendärste natürlich. Frag nicht, was für Saft. Wo sie ihn rausschmeißen aus dem Nobel Hotel. Jetzt komplett besoffen noch. Orangensaft. Ich darf filmen. Nee, Sie dürfen nicht. Ich darf filmen. Oh ja, wir sind hier im Ritz-Carlton und dürfen nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet wurde. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Frag nicht, was für Saft. Bitte. Einfach. Ich würde Sie bitten jetzt. Nee, was für Saft? Fassen Sie mich an. Orangensaft. Fassen Sie mich nicht an. Das ist nämlich Homo-Shit. Wuhu! Ja. Wuhu! Tja, ob das bei euch auch genauso geil ist? I doubt it. Ah, Hammer. Ja, das müssen wir nochmal machen, aber das heben wir uns schön auf, diese Nuggets hier von MemeWeb. Liebe Grüße gehen raus. Guter, ist ein guter Kanal.